Ich würde sagen, wir ziehen in Kahn an Land und dann quartieren wir uns erst einmal. Oh, hat dieser Ort dann keinen Hafen? Die Gräfin der Wall wird sich auch umdrehen, wird dann noch wohl einen von ihrer gräflichen Garde dastehen lassen und mit den Resten dann wieder in Richtung des Grafenpalastes gehen. Ich nehme an, das ist der Hafen, aber mir, ihr könnt ja unseren, ich blicke kurz über meine Schulter, Aufpasser fragen. Nun, sie hatten all diese Jahrhunderte Zeit und, ach, vergiss es. Naja, aber mir, sie dürfen ja auch nicht gehen. Nun ja, es dient aber des Austausch von Gütern und Waren. Sie können doch nicht hier wie Strandpiraten leben. Naja, sie sind eher... Naja, wie nennt man das nochmal? Selbstversorgend. Sondern Pilgerer. Pilgerer ist ein gutes Wort. Nun ja, selbst Pilger sollten besser leben als... Nun ja, als... hier am Strand zu vegetieren. Die Insel ist selbstversorgend, aber mir. Ich würde es nicht unbedingt vegetieren nennen. Nun ja, vielleicht ist Preistag ja eindrucksvoller als, nun ja, diese Begrüßung hier. Ich deute nur auf den Tempel, den man in der Ferne sehen kann, aber sage nichts. Nun, wir werden sehen. Ja, lass die Boote an den Strand ziehen und verteilt sie ordentlich. Ja, die Boote werden rangezogen. Einige Fischer, die sich da dann weniges Geld dann suchen und sich dann eben mit wenigen, ja, Silbermünzen wird das nicht sein, aber Bronzemünzen lassen sich dann bezahlen oder Kupfer und ziehen dann eure Boote ran. Es sind auch noch weitere Boote, die da irgendwie angelandet sind. Das sind wohl auch nicht alles Fischerboote, sondern ihr könnt vor allem, Diamantes kann das erkennen, die gehören wohl auch zu anderen Schiffen. Die waren allerdings nicht im Hafen. Und während ihr euch weiter umguckt, könnt ihr euch etwas entfernt vom Hafen selbst, könnt ihr noch eine kleine Gewürzplantage entdecken. Aus dem Wald hört ihr auch das Hämmern von Äxten, die da wohl irgendwelche Bäume entwurzeln und daneben fällen. Und etwas weiter entfernt könnt ihr auf der anderen Seite einen kleinen Strand erkennen, an dem wohl Freischafe hin und her springen, nicht unbedingt, aber zumindest eingezäunt sind und dort dann apathisch auf den Sandstrand blicken. Ja, eigenartig. Also entweder waren die Schiffe, die bisher hier waren, haben ihre Beiboote einfach nicht mehr gebraucht, oder sie haben die aus einem anderen Grund zurückgelassen. Aber das da vorne sind keine Fischerboote, das sind eindeutig Beiboote. Vermutlich haben sie ihre Passagiere an Land gesetzt und sind dann auf Fahrt weitergegangen und kommen eines Tages wieder zurück, um sie wieder aufzunehmen. Aber so viele? Naja, das ist ja hier schon eine Pilgerstätte, oder nicht, Jalan? Ist es, auch wenn nicht viele die Reise auf sich nehmen. Ja, da habt ihr wohl recht. Ich hab nur so ein ungutes Gefühl. Naja, vielleicht sind deren, sag ich mal, die Schiffe, die sie wieder abholen sollten, auch im Sturm gesunken. Lass uns wirklich so schnell. Ja. Lass uns ein wenig näher herangehen, an den Booten entlang. Vielleicht können wir den einen oder anderen Namen entziffern, wenn es sich um Beiboote handelt. Ich denke, mir werden sie nichts sagen, aber vielleicht euch oder Diamantes. Wer schreibt denn den Schiffsnamen auf Beiboote? Ist das bei euch nicht üblich? Steht auf unsere Männer drauf? Ja, gewiss. Ihr werdet feststellen, dass er abgefallen ist. Richtig, da war was. Grinse selbstzufrieden und gehe voran. Zulamin, würfel mal eine Sinnschärfeprobe. Sie ist das Schwert. Das singst du mir vor oder hinterher? Nee, so sehnsüchtig, wie er das sagt. Die ist das Schwert. Ja, aber mehr als 12 Punkte. Du kannst mit einem Zusammenblicken deiner Augen kannst du erkennen, dass die Boote wohl tatsächlich Namen tragen. Und zwar einmal kannst du die Dogulsgisch erkennen und eine Radromtal. Zulamit wiederholt die Namen und schaut diejenigen ihrer Gefährten an, die sie für seekundig hält. Sagt euch das was?
Adramtal. Klingt nach Beilung. Darf ich auf Seefahrt proben? Oder ist das eher dann auch Heraldik? Geografie. Ich weiß, wo das Radramtal ist. Darum geht's mir nicht. Ja, also 6 Punkte hätte ich. Geografie. Ja, das war ja auch schon da. Okay, mir fehlen 6. Aber Dogolsgischt klingt seltsam. Ja, natürlich. Also, ihr wart ja auf alle Fälle schon mal da. Rafim selber wohl noch nicht in Beilung, aber am Radrom habt ihr ihn aufgegriffen. Und Dorgul, Dorgul, ist das ein Fluss? Ihr wisst es nicht genau. Die Gischt. Aber das könnten die Beiboote sein zu Schiffen aus Beilung. So, wie ich es gesagt habe. Ja, ich denke auch, dass das Beilunker sind oder irgendwelche da aus der Gegend. Und wie die Gräfin bereits sagte, haben sie bereits einen hohen Gast vor Ort. Ich nehme also an, dies waren die beiden Schiffe, die den Sonnenmarschall brachten. Aber war es nicht genau andersrum? Dass es zu verhindern galt, dass er nach Beilung fährt? Nein, dass er von Beilung hierher käme. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er schon hier war. Nun. Aber mir, ihr habt das Ding übersetzt. Lass mich kurz mal im Gedächtnis. Lass mich kurz überlegen. Ja, ich überlege weiter. Aber war das eine Frage? Sutamin hat sich irgendwie den Gedanken in den Kopf gesetzt, dass der Auftrag war, das zu verhindern, dass der Sonnenmarschall von hier nach Beilung kommt. Nur in ihrem Kopf so existiert. Aber der zweite Teil hieß meines Wissens unbedingt Einschiffen des Marschalls verhindern, Sabotage beschleunigt durchführen, Booten zur Unterstützung nutzen. Ich verstehe, was ihr meint. Wenn ihr einschifft, geht ihr auf das Schiff. Der Auftrag war also in Beilung, das Einschiffen des Marschalls zu verhindern. Ja, oder Einschiffen von Ilaska nach Vornasin. Also kurz gesagt, scheitert es an Zulamins mangelnder Seefahrtskenntnis. Oder daran, dass es ein total seltsames Wortkonstrukt ist. Oder beidem. Naja, so, können wir uns jetzt die Stadt angucken? Sicher doch. Was will ich hier eigentlich? Naja, ist auch egal. Im Zweifelsfalle mal wieder festen Boden unter den Füßen haben. Naja, das ist eigentlich ganz nett. Du bist dafür da, wenn hier die Männer von Manning bereits hier sind, Rafim. Ach, sie werden wohl kaum hier sein, dann hätten wir es schon längst mitbekommen. Ja, vielleicht haben sie sich irgendwo auf der Insel verschanzt und niemand hat bereits mitbekommen, warten nur auf den richtigen Zeitpunkt. Sie kommen noch. Das ist ein seltsamer Gedanke, aber könnte es sein, dass der Sonnenmarschall seine Anwesenheit verbirgt? Und dann hätte uns die Gräfin wohl kaum so bereitwillig gesagt, dass sie einen hohen Gast haben. Nun, das ist etwas anderes, aber wenn seine Schiffe draußen vor der Insel liegen würden, so wie das unsere, dann würde man sie schon von weit her sehen und möglicherweise erkennen. Aber wenn die Beiboote hier sind, die ihn an Land gebracht haben und die Schiffe anderswo ankern, so ist von außen nicht ersichtlich, dass er bereits eingetroffen ist. Vielleicht wurden sie einfach für andere Zwecke gebraucht. Vielleicht hat man sie, während er hier ist, zur Quanions-Queste abgestellt. Wenn wir eine Audienz bekommen, können wir ihn ja fragen. Es ist vor allem gefährlich sein, das Schiff so weit von der Küste einfach stehen zu lassen. Ich denke, wir können das tun, weil Hasswolf ein guter Kaplan ist und eine gute Bewaffnung haben. Ich wollte es gerade sagen, mit Hasswolf am Steuer müssen wir uns doch um nichts sorgen. Jedem anderen Schiff würde ich das nicht empfehlen. Nichtsdestotrotz, wenn wir heute Abend zurückkommen, werden wir uns eine Bucht etwas ab von hier suchen und die Drachenhütte dort aufbewahren. Nur für den Fall, dass Manning ankommt. Ich möchte nicht abgeschnitten sein. Vielleicht kommt er auch gar nicht und wir haben die Nachricht falsch gedeutet. Ja, wenn wir die Gelegenheit haben, uns Manning im Seekampf zu stellen, als im Kampf auf Land, dann würde ich das doch bevorzugen. Ich glaube, dort haben wir doch schon die Nase vorn. Na, und wenn Rahandra uns hold ist, dann hat sie hoffentlich sein Schiff versenkt. Lass uns erstmal dieses Praiestang besuchen. Ich hoffe, es ist eindrucksvoller als dieser Sandstrand hier. Nun, der Tempel sieht immerhin recht vielversprechend aus von fern. Nehmen wir im Ring an, dass wir schon auf dem Weg sind. Ja, ihr könnt euch dann umdrehen und in Richtung des letzten gräflichen
ja, Wachmanns hinzutreten, der euch dann zunickt. Bios im Gruß, ich bringe euch dann jetzt in die Stadt. Bleibt ihr länger? Nur bis heute Abend. Wir werden aber zurück auf dem Schiff erwartet. Aber prinzipiell gedenken wir einige Tage hier zu sein, ja. Ihr könnt uns natürlich auch Unterbringung empfehlen. Ja, das wollte ich uns gerade sagen. Also wenn ihr wollt, dann kann ich euch mal fragen, ob irgendjemand Platz für euch hat. Dann frage ich am besten bei Voltan oder bei Amelde oder Nestario. Ist das das örtliche Gasthaus? Nee, sowas haben wir hier nicht. Aber ihr könnt dann bei den Bewohnern schlafen. Es ist üblich, aber mir für Reisende im Mittelreich bei Leuten unterzukommen, in Dörfern, die keine Gaststätte haben. Es ist natürlich ebenso üblich, einen Unkostenbeitrag zu entrichten, wenn man es sich denn leisten kann. Travia hilft. Kein Hafen, wenig Reisende. Das habe ich als Ritter damals oft getan. Das war meistens relativ angenehm. Ja gut, dann kommt erstmal mit. Also wie gesagt, ihr könnt doch auf eurem Schiff schlafen, mir ist das ja egal, aber folgt mir. Das wird schon gehen. Naja, wenn man das als Ritter so macht. Das macht jeder so, nur als Ritter sind die Leute prinzipiell gewillter, euch bei sich unterkommen zu lassen. Schließlich seid ihr ein ehrenhafter Mann. Also, der Ritter, nicht Durafim. Naja, ich bin doch auch Ritter. Übergehe das. Ich habe mich in meinen alten Jahren in Selbstbeherrschung geübt. Ja. Während ihr am Strand entlang geht, auf die Stadt zu, die dort vor euch aufragt, könnt ihr erkennen, ja, die Leute, die hier leben, es ist wohl alles von Bescheidenheit geprägt, auch von Ehrlichkeit. Niemand verschließt die Türen, einige stehen auch einfach offen. Mag an der Hitze liegen oder aber auch daran, dass es hier keinen Diebstahl oder Lug und Verrat gibt. Ihr geht entlang an der Dorfstraße, wo dann die Hütten eben immer größer werden, beziehungsweise die Fischreusen davor weniger werden, bis dann irgendwo ja, mehr Verschläge gibt für entweder die Freischafe oder aber für Schweine, die dann hier in ihren kleinen Bauernkarten wohnen. Und je weiter ihr dann im Inland dort ankommt, könnt ihr doch noch einige Steinbruchsiedlungen erkennen. Und Holzfällerlager, die dann rechts und links neben der, entweder neben der Straße, es ist keine richtige Straße, neben dem Weg oder neben den Häusern am Rande stehen. Bis ihr dann auf so etwas wie einem kleinen Mittelpunkt des Marktplatzes steht. Es ist kein richtiger Marktplatz, weil es hier keinen Markt gibt. So etwas wie Handel existiert nicht. Aber es ist wohl eher sowas wie eine Feuerschneise. Sollte es brennen, dann brennen eben nur die Häuser rechts und rechts ab von dem Marktplatz oder aber links von dem Marktplatz. Das ist euch natürlich eben auch bewusst, gerade dann eben in den ländlichen Gegenden, wo die Häuser allesamt dann aus Holz bestehen und nicht so sehr aus Stein, dass man dann einige Schneisen dann schlagen muss, damit ein mögliches Feuer nicht eben alles verbrennt. Ja, und geprägt ist das ganze Stadtbild dann von der großen güldenen Halle des Herrn Praios und dem Grafenpalast. Mit dem kleinen Klosterkomplex auf der einen Seite, die dann tatsächlich auch aus Stein bestehen. Ja, greifen und dann hör uns doch mal da rein. Hat da jemand Angst? Ach, ihr wollt, dass ich vorgehe und uns ankündige, das ist ja gar kein Problem. Aber da kommt mir doch die Angst, da kommt mir doch die Angst. Ach nein, nein, das ist ja auch, das kriegen wir schon hin. Innerlich flucht Jana noch weg. Es tut mir leid, ich hätte es nicht herausfordern sollen. Lass gut sein, lass gut sein. Und dann mutig voran. Bis jetzt war der Empfang ja sehr angenehm. Naja, das hätte ich schon ändern können, gar kein Problem. Ja, über eine kleine Ehrentreppe, die sehr flach ist, könnt ihr dann den Sonnenhügel hinaufsteigen zum Tempelportal und steht dann in dem Eingangsportal. Monumentale Greifenstatuen, die ihr auch aus Gradret schon kennen könntet. Im Inneren befinden sich weitere Zeugnisse der lokalen Handwerkskunst. Natürlich dann Stein, der dann hier verarbeitet wurde, oder aber Edelhölzer, die unglaublich viel wert sein müssen. Ja, eine Sonne, die zusammengesetzt ist aus unzähligen Bernsteinen, die natürlich auch von weit her getragen sein müssen, aber der heilige Stein des Herrn Praios, der dann hier die Kopfseite des Tempels schmückt, einige Chorgestühle und zahlreiche Heiligenbildnisse, sakrale Schnitzkünste, aber allesamt zeigen sie wohl Priesterkaiser?
Und seht ihr, das ist Priorfeld. Und das ist Priorwald. Und hier ist Priorwien. Nicht zu verwechseln mit Priorwien von Orkenfeld, der natürlich jetzt gerade Marschall der Sonnenlegion ist. Und hier ist Priordur. Und hier ist Prior-Nor. Und hier ist Priorwald der Zweite. Und der Dritte. Und der Vierte. Was euch auffällt, die Prios-Statuetten, so es denn welche gibt, verfügen über kein Gesicht. Ja, ich möchte mal ganz unauffällig Abel mir unter den Arm klemmen und zu einer der Statuen hinwandern. Sag mal, seltsam, oder nicht? Naja, in der Tat. Es haben sich hier seltsame, Riten eingenistet. Wollen wir hoffen, dass es dabei bleibt. Ja. Bestimmt. Ayos zum Grüße. Willkommen. Ayos zum Dank. Ist Warnfried von Winterkalt. Protégé des Wahres der Ordnung zu Jilaskan. Was wünscht ihr? Ayos, demütiger Diener, wünscht Einlass. Und Audienz. Audienz. Beim Wahre der Ordnung? So sei es. Der Wahre der Ordnung... Gerovin Cassius ist ein vielbeschäftiger Mann. Was also ficht euch an, eine Audienz bei ihm zu fordern? Es geht um die Eindämmung der blutigen See. Und wie wir alle Pers Werk dorthin gehend vollführen können. Ich werde mit ihm sprechen. Wartet hier. Damit geht er ab. In seinem Schritt könnte die Arroganz sehen, die sonst nur eine Zulamin tragen könnte. Sagt einmal, Jalan, diese Statuen, warum haben sie keine Gesichter? Warum sollten jetzt Statuen keine Nun, es könnte eine Art und Weise sein, darzustellen, wie man vom heiligen Licht des Gottes geblendet ist und nicht in der Lage ist, ihn anzusehen. Aber es erinnert mich auch an die Stutenstatue in Janka. Ihr noch? Nein, erinnert mich noch einmal. Im Tempel der göttlichen Stute stand eine Pferdestatue unter der Kuppel. Aber obwohl sie wunderbar gearbeitet war, hatte man den Kopf nur in groben Zügen herausgearbeitet. Voltax hat ein wenig nachgeholfen. Aber dort schien es ein Zeichen der Verderbnis zu sein. Ich darf noch einen beunruhigten Blick mit Raffin. Ja, das ist ja schockierend. Wer hätte das erwarten können, nicht wahr? Aber mir, wie schockierend. Ich bitte euch doch, wir sind im Haus des Sonnengottes. Was die wohl auch in verspotten? Ja, während ihr wartet darauf, dass der ekelhafte, arrogante Protégé wiederkommt, könnt ihr erkennen, wie aus einer der Seitenhallen der Sakristale jemand herauskommt, der ebenso in ein Ornat gekleidet ist und euch dann kurz einmal betrachtet und dann auf euch zukommt. Neben ihm noch wohl zwei weitere Wachen. Und Jalan, du hast ihn noch nicht allzu oft gesehen, aber du erkennst ihn wieder. Das müsste im Prinzip... Ja, das muss Orkenfeld sein. Ich eile einen halben Schritt in seine Richtung und überlege es mir dann besser, verneige mich erstmal. Oh, Marschall! Ah, Goldhand, richtig? In der Tat. Willkommen, was tut ihr hier auf Jilaskan? Wir sind hier, nun, im Teilen tatsächlich euretwegen. Meinetwegen? Ja, dieses Detail erklären wir euch am besten in Ruhe. Ihr habt einen... Woher wusstet ihr, dass ich mich aufmache nach Jilaskan? Wie gesagt, am besten in Ruhe. Ihr habt eine Schreibstube? Nun, ich bin untergebracht bei, wie hieß er gleich, Ketern. Ketern Sandini, ich glaube, er ist hier Steinmetz oder so etwas. Also nicht. Nun gut, verzeiht. Aber mir wärst du wohl so gut, den Sachverhalt zu präsentieren? Nun, wir haben Kunde erhalten, dass ein Paktierer
des jenseitigen Mordbrenners nun ja eure Ankunft erwartet hier und er will euch unbedingt auf dieser Insel behalten, vermutlich. Er will mich auf diese... Nun, was habe ich mit Bakterien zu schaffen? Ich bin der Sonnenmarschall. Nun, irgendetwas will er hier auf dieser Insel und... Nach unserer Ansicht ist es tatsächlich eher so, dass er verhindern wollte, dass ihr die Insel erreicht. Eure Abfahrt in Ballung sollte wohl sabotiert werden, aber wir konnten den Befehl abfangen. Nun, dann seid bedankt. Also, nun, meine Abfuhr in Ballung verlief tatsächlich ohne Probleme. Nun, das war nicht der ganze Teil des Befehls. Wir vermuten hier einen Helfershelfer, der hier in Priostank unterstützt. Und eine weitere Intrige, die er aufklärt. Kolternd, wie immer, ein Held, ja. Und dann, wenn ich euch irgendwie helfen kann mit Informationen, dann sagt Bescheid. Ich werde sicherlich noch eine Woche hier bleiben. Wir kommen auf euch zu und sagt, eine kleine Frage, wo sind eure Schiffe? Sie sollten vor der Küste sein. Ich habe einen unruhigen Blick zu den anderen. Möchte jemand... Nun, wir haben sie nicht gesehen, als wir hier anlegten. Wohl aber die Beiboote am Strand. Nun, dann... Ich bin kein Kapitän. Sie sollten irgendwo da draußen sein. Nun, möglicherweise ist das ein schlechtes Zeichen. Vielleicht ankern sie auch nur in einer sicheren Bucht, das können wir nicht sagen. Aber vielleicht habt ihr eine Idee, weswegen man so dringend eure Ankunft hier verhindern wollte. Nun, was führt euch nach Chilaskan? Die Quanions-Queste. Wie eigentlich seit vielen Jahren. Nun, seit 28, seitdem sie ausgerufen worden bin ich unterwegs auf den... in den verschiedenen Städten und Orten, all dort, wo man Quanjonen erblickt oder nun, wo etwas Praios-Heiliges uns eventuell einen weiteren Hinweis gibt. Vielleicht solltet ihr Nachricht zu euren Schiffen schicken, dass sie erhöhte Wachsamkeit walten lassen. Nun, das werde ich tun. Kapitän, vielleicht tut er das ebenso. Lasst Hasso auf eine Nachricht zukommen, er soll sich an den Küsten entlang wenigstens auf die Suche nach diesen Schiffen machen. Nun, ich werde euch unterstützen, wo ich kann. Ihr solltet nicht zweifeln, wenn ihr etwas von mir braucht. Ich setze große Hoffnung in die Quanions-Quest und ich bin sehr froh, dass sich jetzt auch Goldhand ihr angeschlossen hat. Ja, und kramt konnten seine Erinnerungen, denn ich habe es Asche auf mein Ort vergessen. Wie hieß noch gleich die Sucherin, die wir in der Waldinselkette getroffen hatten? Ist es irgendjemand? Die Praios Willis war das Schiff. Dann machen wir es so. Nun, wir trafen tatsächlich unlängst erst die Praios Willis vor Alteum. Es scheint also nicht nur ihr, der vom heiligen Eifer erfüllt zu sein scheint. Ich gebe zu, ich habe auch den Versuch unternommen, Quanjonen aufzutreiben, allerdings endete dies in einem herben Dämpfer für mein Selbstvertrauen. Nun, lasst euch davon nicht entmutigen. Kontinent ist groß. Habt ihr denn einen konkreten Hinweis, der euch hierher führt, oder? Tja, nichts als meinen tiefen Glauben und mein Vertrauen in Praios. Und nun, ich habe, wie gesagt, viel Aufopferungsbereitschaft hinter mir. Und Chilaskan lag auf dem Weg, von Ballung aus. Ich dachte mir, man muss es einmal versuchen. Selbst einmal dem Wahrer der Ordnung meine Aufwartung machen. Gerovin Cassius von Hardenfels Albenhus. Allerdings, ich würde sagen, er ist etwas engstirnig. Schade, leider. Etwas rückwärtsgewandt. Und dies ist die Insel der Priesterkaiser. Das ist wahr. Sie wären nichts, wenn sie nicht mit allem, was sie haben, für Tradition einstehen würden. Nun, er wollte mir nicht einmal einen Funken des Lichts übergeben. Sie verfügen noch über einige Fiolen, beziehungsweise Gefäße Phosphorus. Tatsächlich ist dies einer der Gründe, die uns hierher bringt. Aber sagt, wofür würdet ihr einen brauchen? Ist die Stadt des Lichts endgültig leergeräumt? Nun, wir müssen neue Tempel aufbauen. Welche, die im Jahr des Feuers geschändet worden sind, müssen nun neu geweiht werden und natürlich überall anders im Land.
Ich hatte sie gebeten, etwas herauszugeben, aber sie beharren darauf. Nun, wo das Arcanum Interdictum von der Insel stetig weicht, aber sie versuchen das eben damit aufrechtzuerhalten. Ich finde es leider etwas eigensinnig, dass sie... Nun... dass ihnen die anderen Tempeln auf Aventurien egal sind. Nun, ich bin mir sicher, ihr werdet zu einer Lösung kommen und wir werden diesen Aufwärtskampf auch führen müssen. Auch wenn ich jetzt schon befürchte, dass er erfolglos sein wird. Tja, dann wünsche ich euch viel Erfolg. Ich komme gerade von ihm, aber wenn ihr mich, wie gesagt, sucht, fragt nach Ketan Sardini, das war sein Name. Wir kommen auf euch zu. Eine letzte Frage noch, Marshall. Selbstverständlich. Herrscht auf Chilaskan immer dieses seltsame Wetter? Das Erste, was mir hier auffiel, war diese seltsame Helligkeit. Doch ich kann die Sonne nicht sehen. Dazu weiß ich nichts. Ich war zwar vor ein paar Jahren schon einmal hier, aber seit dem Jahr des Feuers noch nicht. Und jetzt habe ich auch festgestellt, dass die Stürme von Maraskan um ein deutliches zugenommen haben. Aber nun, jetzt wo ihr es sagt, aufgefallen ist es mir auch. Er hat wirklich keine Ahnung, oder? Menschenkenntnis? Ja. Kannst du gerne würfeln. Du kannst doch nicht einfach fragen, ob der war, ob der, der Marschall der Sonne liegt und dich anlügt. Ja, ja. 12 Punkte. Ja, er lügt dich nicht an. Dieser Mann kann nicht lügen. Schön, schön. Wenigstens ein Priot, der hält, was er verspricht. Was euch allerdings auffällt, ist, dass er wohl sein Schwert an der falschen Seite trägt. Ich weiß nicht, ob er links oder rechts hin ist, oder? Das ist zu viel gewollt. Das weißt du nicht, nein. Das ist zu viel gewollt, okay. Ja. Und er ist nicht versehrt, oder? An der anderen Hand? Nein, ist er nicht. Die Sehnsucht ist nicht groß genug für zwei Goldhände. Nein, ist er nicht. Aber es fällt euch auf. Also vor den Schatten hat er auch. Den Schatten hat er auch noch, ja. Muss ein bisschen länger suchen, weil es hier sehr hell ist, aber er hat noch einen Schatten. Ja, und damit nickt er euch zu, bedeutet seinen beiden Wachen zu folgen und damit geht der Sonnenmarschall ab.